Sein Sohn Ibrahim 1,5 Jahre. Er musste sein eigenes Baby waschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam musste sein eigenes Kind in Leichentuch einwickeln. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam musste sein eigenes Baby zum Grab tragen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam musste das für sein eigenes Baby das Dschanaza-Gebet beten und schwarze Erde auf das Gesicht werfen. Schwarze Erde auf das Gesicht werfen. Und natürlich hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam geweint. Das ist ja was. Man weiß nicht, möge Allah uns vergeben und uns auch davor bewahren. Natürlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam geweint. Die Menschen haben ihn drumherum als Propheten gesehen, aber er stand da als Vater. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand da nicht als Gesandter, er stand da als Vater vor dem Grab seines Sohnes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat viel geweint, sehr, sehr viel geweint. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat viel geweint, sehr, sehr viel geweint. So dass ihn ein Gefährte, Abdurrahman ibn Auf, fragte: Ja, Rasulullah, du weinst auch so viel? Nee, es war ungewohnt für die Gefährten der Propheten, so viel Weine zu sehen. Die haben sogar selber geweint, weil das für sie, weißt du, wenn du eine Person sehr, sehr viel liebst und du siehst, diese Person weint, wie zum Beispiel, wenn du deinen Vater weinen siehst. Du musst noch nicht mal wissen, warum dein Vater weint. Du weinst automatisch mit, weil es dein Vater ist, du liebst ihn. Und so war das auch bei den Gefährten, mit dem Propheten. Und sie haben ihn gesehen, haben automatisch mitgeweint. Und Abdurrahman ibn Auf fragte: Ja, Rasulullah, du weinst auch so viel? Du weinst so viel, ja, Rasulullah. Du weißt doch, dass dein Kind, er wollte damit sagen, du weißt, dass dein Kind zu Allah zurückgekehrt ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Ja, Abdurrahman, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja, Abdurrahman, wie soll ich nicht weinen? Ich habe doch gerade ein Stück meines Herzens begraben. Ich habe doch gerade ein Stück meines Herzens begraben, ja, Abdurrahman. Wie soll ich denn da nicht weinen? Das Herz tut weh, die Augen tränen, aber trotzdem suchen wir Wörter, die Allahs Zufriedenheit erlangen.